Room Hero ist Europas erster digitaler Inneneinrichter und wir lösen das Problem derjenigen Menschen und Unternehmen, die entweder nicht wissen, wie sie sich einrichten sollen oder einfach keine Zeit oder keine Lust haben, sich mit dem Thema Einrichtung zu beschäftigen. Wir gehen davon aus, dass unser Unternehmen die Real Estate Branche schon ein Stück weit revolutionieren wird. Wir haben festgestellt, dass der Trend zum möblierten Wohnen einfach sehr stark ist. Es ist so, dass man durch das Möblieren einer Immobilie, gerade auf der Vermieterseite, sehr viele Vorteile gewinnt. Einer der wichtigsten ist die Tatsache, dass ich eine Immobilie durchschnittlich bis zu 60% teurer vermieten kann. Dadurch, dass eine Immobilie möbliert ist, fällt sie auch aus der Vergleichbarkeit gemäß Mietpreisspiegel heraus, was bedeutet, dass ich nicht an den Mietspiegel gebunden bin. Sie unterliegt nicht der Mietpreisbremse. Warum wird es von so vielen Entwicklern also nicht gemacht, von so vielen Immobilienbesitzern? Es ist einfach nicht deren Kernkompetenz. Sie haben keine Zeit oder keine Lust, sich um das Thema zu kümmern. Denn es ist einfach ein langwieriger, nerviger Prozess mit vielen Gewerken involviert. Wir sind Europas erster digitaler Inneneinrichter. Und als jemand, der einen gewissen First-Mover-Advantage hat, sehen wir uns in 5 Jahren doch schon in einer führenden Position in diesem Marktsegment, in dem wir uns bewegen. Wir sind aktuell ein Team von 5 Leuten. Wir sind auch alles Founder von Room Hero. Momentan haben wir das, was wir heute geschafft haben, komplett eigenfinanziert. Bis auf den PropTech Accelerator, der sich vor einem knappen halben Jahr an unserem Unternehmen im Rahmen des Accelerator-Programms beteiligt hat. Ich finde, das Real Estate Innovation Network ist eine ganz tolle Sache. Und zwar deswegen, weil es jungen Unternehmen die Möglichkeit gibt, in dieser Branche, die doch sehr speziell ist, die doch sehr geschlossen ist in sich, sich einen Namen zu machen und ein Stück weit auch den einen oder anderen potenziellen Partner, potenziellen Kunden, Kooperationspartner auf sich aufmerksam zu machen.